Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Floppy Discovery. Ja, er ist wieder da, er hat es wieder getan. Floppy Disk in die 1541 gestopft und mal geschaut, was ist denn da so Schönes drauf? Und ja, wir haben heute 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. Und darunter sind ein paar richtig coole, das kann ich jetzt schon verraten. Diese Disk ist diesmal wirklich richtig ergiebig. Wir haben ja eigentlich querbeet alles drin. Man könnte aber sagen, bis auf eins, ja doch, zwei fallen ein bisschen raus, aber der Schwerpunkt liegt im Sportbereich. Wir beginnen mit einem absolut genialen Golfspiel auf dem C64. Anschließend wird Erde verschoben, um an Diamanten zu kommen. Dann geht es weiter mit wir kaufen Straßen oder Elektrizitätswerke. Wir gehen über los und kassieren Geld. Eine sehr schöne Variante für den C64, muss ich sagen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, da mal zumindest reinzuschauen. Dann geht es weiter, ja, Kö und Kugel und Billardtisch. Ne? Also wir spielen eine Runde Billard. Wie diese Version aussieht, seht ihr dann gleich im Anschluss. Und am Ende bewegen wir uns im Bereich des weißen Sports und versuchen, einen Aufschlag hinzukriegen. Ja, ich wünsche viel Spaß mit dieser Ausgabe und wir sehen uns im Anschluss dann wieder mit meinem Fazit zu den Games. Floppy Discovery. Commonwealth C64. It's Commonwealth time. Enjoy my channel and have fun. Floppy Discovery. So, wieder zurück vor den Gerätschaften. Greife ich wie immer links runter, weil die Box steht immer hier links vor mir auf dem Fußboden, in die Box. Und ziehe eine Disk raus. Oh, die fühlt sich noch jungfräulich an. Aber nein, da ist irgendwas geschrieben. Das wurde aber offensichtlich mal wieder wegradiert. Ich kann es leider nicht mehr lesen. Nur auf einer Seite scheint sie bespielt zu sein. Mal sehen, was wir denn da alles haben. Eine steife Mexel Mini Floppy Disk Hülle. Mal sehen, ob das funzt. Leaderboard, Prof Boulder, Loadrunner, Monopoly 3D, Billard und Wimbledon. Leaderboard. Mal gucken, ob diese Version von Leaderboard Golf wirklich funktioniert. Ich hatte das nämlich mal auf einer Disk und da hat das nicht geladen. Leaderboard Golf habe ich gesuchtet früher. Wenn das läuft, ich will nur mal kurz gucken, ob es läuft. Und dann schlagen wir mal. Ja, es ist es. Ach, wie geil. One Player, bitte. To reicht. Und ich bin Anfänger, Novize. Und ja, F1, 18 Holes, die spiele ich aber nicht. Kurs 1, 2, 3 oder 4, also es gibt auch 4 verschiedene Kurse. Ich finde es immer so witzig, wie dann das hier so aufbaut, das Feld. Und mit dem Joystick, genau. Das ist so eine Frage des Timings. Ne? Ich muss mal eben gucken. Genau, mit Stick rauf oder runter kann man den Schläger auswählen. Man sieht die Entfernung zum Ziel ist 350 Yards. Mit rechts und links kann ich hier meine Richtung bestimmen. Das Kreuzchen da vor mir. Und man muss, glaube ich, insgesamt zweimal drücken. Einmal für die Power. Beziehungsweise einmal, ne, insgesamt muss man dreimal drücken. Einmal, dann legt er los, zweite Mal bei der Power und dritte Mal muss man da bei Snap auf diesem Querbalken möglichst bleiben. Wenn ich zu weit oben bin, dann driftet der Ball nach links ab und wenn ich zu weit unten bin, dann driftet der Ball nach rechts ab. Snap ist sowas ähnliches wie, ja, so Effet, ne? Und ich versuche mal, den Ball nicht gleich ins Wasser zu hauen. Ich weiß nicht, wie weit dieser Schläger hier schlägt. Das ist eben das Problem. Also, gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Einmal drücken. Ah, jetzt weiß ich, was los war. Ich hätte den gedrückt halten müssen. Ist aber nicht im Wasser gelandet. Okay. Also gedrückt halten. Ah. 1W. Hat er jetzt schon den richtigen Schläger ausgesucht? Vorhin war ja, glaube ich, einer Iron, oder? Okay, nehmen wir mal so ungefähr halbe Kraft.
Ja, und jetzt driftet er leicht nach links ab, ne? Ah, stopp, bremsen! Welchen Schläger schlägt er denn jetzt vor? Ja, also ganz bestimmt nicht in einer W. Das ist der Putting Wedge, ne? 9i. Also Put. Aber ja, da genau, das ist der Put. Kommt der Wind jetzt von unten links und geht nach oben rechts oder kommt der Wind jetzt von oben rechts und geht nach unten links? Also habe ich jetzt Gegenwind. Gute Frage. So wie es aussieht, gibt es hier, glaube ich, auch keine schiefen Ebenen. Also, dass der Ball irgendwie nach oben, unten irgendwas abschüssig läuft. Ne? Jetzt ist die Frage, kriegen wir das hin? 28, ja, wollen wir mal gucken. Oh! Ich wollte eigentlich. Ja. Ach, guck mal, jetzt der Putter. So, 41 Fuß. Und. Ah ja, die Fahne oder der Stock da zeigt an, dass der Boden doch ein ganz kleines bisschen nach rechts abschüssig ist. Aber wie weit ist das? Ich weiß nicht, wie viel Power ich hier nehmen muss. Das ist so wirklich so eine Frage des Ausprobierens in dem Moment, ne? Okay, probieren wir es. Bitte lass das genügen. Ah, die Höhe hat gestimmt, aber die Richtung nicht. Verdammt, ich hätte doch genau aufs Loch halten sollen, dann wäre der glatt reingeflumpt. Na toll. Ja, das ist ja wohl jetzt nicht mehr zu verfehlen, oder? Glung, glung, 5. Ein über Paar. Ja, schade auch. Auf jeden Fall ein absolut geniales Spiel. Hab ich gesuchtet bis zum Umfallen. Also Golf, ich habe das geliebt und ich finde das auch heute noch geil. Und muss sagen, schön, dass das auf dieser Disk ist und dass es funktioniert. Auf zum nächsten Game. Sehr schön, sehr erfreulich. Prof Boulder. Gucken, was das ist. Loadrunner. Ja, Loadrunner haben wir schon tausendmal gesehen. Also Loadrunner werde ich nicht nochmal laden in dieser Ausgabe. Es gab mal eine Phase, da kam das dicht hintereinander. Irgendwie so 3, 4 Mal war immer wieder Loadrunner auf der Disk. Boulder Dash. Was ist jetzt an dieser Version anders? Professional. These caves were designed by Sibiensoft in 1985. No copyrights. Muss man F1 drücken zum Start? One Player. One Joystick, KFA Level 1. Pressbutton. Na, der falsche. Hä? Also, Joystick Import 1 ist der richtige. Das ist auch das definitiv eine andere Boulder Dash Version als die, die ich kenne. Und wie immer verrate ich euch einen Trick. Ihr kennt das ja. Normalerweise schiebt ihr die Erde in die Richtung weg, in die ihr euch bewegt. Aber wenn ihr den Knopf gedrückt haltet und drückt den Joystick zum Beispiel nach links, dann seht ihr, ihr bewegt die Erde weg, ohne dass ihr euch dahin bewegt. Ihr könnt so auch Diamanten einsammeln, wenn euch das in der Nähe eines Felsens zu gefährlich ist. Dasselbe geht auch mit Hebel nach unten. Ich bleibe an meiner Stelle stehen, kann aber das Stück Erde wegräumen. Na, gewusst? Wenn nicht, wisst ihr es jetzt und seid wieder ein bisschen schlauer. Wie viele Gems müssen wir denn einsammeln? Oh, ich liebe Boulder Dash. Ich kann's nur nicht. Aber ich habe das damals echt total gerne und oft gespielt. Jetzt macht direkt wieder Laune. 80 Gems muss man in dieser Version sammeln. Das ist auf jeden Fall eine andere Boulder Dash-Version. Es gibt ja irgendwie zig, ne? Auch hier The Lost Caves und so weiter. Da hat jemand dann fleißig neue Level gebaut im Level-Editor. Das gibt es ja sowieso auch, Level-Editor für Boulder Dash und so weiter. Auch so ganz verrückte Levels, wo man zum Beispiel ja, Generatoren aktivieren muss, indem man Felsen auf Mauern fallen lässt und dann verwandeln sie sich in Diamanten, die Felsen. Oder man muss, es gibt ja hier auch so Viecher, die rumkrauchen und flattern, dass man da Felsen drauf fallen lassen muss, dann verwandeln die sich in Diamanten. Man sollte natürlich selber keinen Felsen auf die Rübe kriegen, weil dann verwandelt man sich in Staub, in Tod. Das wird mir noch früh genug passieren. Das geht hier wunderbar flüssig von der Hand. 53. Ich weiß gar nicht, was das immer heißt, wenn das so aufblinkt. Heißt das, man hat die Hälfte geschafft?
Weil wenn man alle Gems zusammen hat, dann gibt es ja einen Blitz und so einen Knall. So, gsch, dann weiß man, okay, jetzt sollte man den Ausgang suchen. Ich habe aber nicht mehr viel Zeit. Das könnte noch eng werden. Hier muss ich vor allem aufpassen, dass der... genau das meine ich. Felsen, den nicht auf die Rübe donnert. Die Gemeinheit ist natürlich, dass man dann immer von vorne anfangen muss. Aber wunderbar, wunderbar, geht immer. Boulder Dash ist immer für ein Ründchen gut. Da macht da nichts falsch mit. Mit dat Spiel, ne? Nein! Nicht da, da häng ich fest. Häng geblieben. Scheiße. Nochmal. Ah. Shit happened. On my head. Oh. Blim, 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 blim. Ich mag's, ich mag's. Ich hab das echt abgefeiert früher. Bin ich heute noch Fan von. Und ich war damals wirklich richtig gut. Ich bin da richtig weit gekommen. Aber heute... Oh Gott. Nee, ich weiß nicht, was das heißt, dass das jetzt dieses, Flackern da, was das in dem Moment bedeutet. Ich hoffe, ich hau mir nicht den Ausgang zu. Oh! Unterm Diamant drunter hergewatscht. Na? Immer schnell genug sein. So, gucken, dass man hier rauskommt, ohne was auf den Dez zu kriegen. Ja, ist, glaube ich, nicht so schlecht. Voll die Lawine losgetreten hier in dem Moment. Man kann auch von Diamanten erschlagen werden, übrigens, nicht nur von Felsen. Klingt komisch, ist aber so. Na, da haut der Diamant ab. Unser Held, Rockford heißt er. Es gibt übrigens auch noch eine sehr coole Neuauflage für einen PC, wo ich sagen muss, ich glaube, die ist sogar vom ehemaligen Programmierer. Ich komme jetzt auf den Namen nicht mehr. Aber ich habe die Version, ich habe die bei mir im Regal. Ich habe da irgendwann mal ein Video zu gemacht, das ist aber schon verdammt lange her. Das ist eins meiner ersten Videos, Gameplay-Videos, die ich auf YouTube gemacht habe. Ist relativ kurz nach Crackout, was mein allererstes Video war. Gut, dass ich jetzt da die Erde weggeräumt habe. Ja, guck, das war der letzte Stein. Und wir können natürlich noch als Bonus den mitnehmen. Und da unten ist auch der Ausgang. Jetzt hänge ich doch hier fast fest. Sind wir wenigstens nochmal kurz Level 2. Oh, mal ganz andere Farben hier. Was haben wir hier? Räumen wir erstmal ein bisschen was von der Erde weg. Ah, das Level habe ich aber schon... Oh, nein. So kriegt man die Mauern auf. Aber so war das nicht geplant. Stimmt, und der Trick ist hier, glaube ich, man muss irgendwelche Viecher erwischen, die dann in der Nähe der Mauer von einem Felsen sich erschlagen lassen. Und dann ein Loch in die Mauer reißen, so wie das mir gerade mit mir passiert ist. Hm. Dazu muss man die dann wahrscheinlich von irgendwo herlocken. Die Frage ist, wo seid ihr? Da. Und wie soll man das bitte schaffen, ohne dass man da einen abkriegt? Also, ohne dass man bei Kontakt stirbt? Das geht doch gar nicht. Oder sind das... Sind das die, die wirklich immer hin und her eiern, oder sind das die, die sich ausbreiten? Es gibt nämlich auch so welche, die sehen so ähnlich aus wie Schmetterlinge. Ja, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich frage mich nämlich gerade ernsthaft, wie bitte soll das denn nun funktionieren? Achtung, jetzt knallt's. Siehste? Wie soll man das schaffen? Ha. Das ist eine gute Frage.
Die einzige Möglichkeit wäre zu versuchen, mit meinem Trick ein Stück Erde wegzuschaufeln. Aber eben, und dann ist es so, du musst den Felsen auf die Viecher fallen lassen. Ja, verdammt, wie soll denn das gehen? Da sehe ich schwarz. Ich habe aber auch nur noch ein Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Plan aufgeht. Dann müsste man hier schon mal so ein paar mögliche Stolperfallen hinbauen oder was? Das wird doch never ever funktionieren, vor allem hier. Da habe ich nur noch den einen Felsen, der dann vielleicht ein Vieh da unten crashen könnte. Oh mein Gott, ich habe da wirklich ein ganz mieses Gefühl. Das geht doch nicht gut. Das kann nicht gut gehen. Auf die Plätze fertig, aua. Ich traue mich nicht. Scheiße, es ist der Felsen runtergefallen. Aha. Aber vielleicht doch irgendwie so. Oh nein, ich traue mich nicht. Ich hab Schiss, Leute. Jetzt versuche ich es nochmal. Ja, sie sind alle hinter mir her und ich hänge fest. Ah! Aber ihr habt es jetzt gesehen, ne? Ihr müsst hier tatsächlich den Trick anwenden. Stehen bleiben, Feuerknopf gedrückt halten, ein Stück Erde weg und dann die Beine in die Hand nehmen. Das Problem ist nur, ich bin hängen geblieben. Fuck. Ah, One Man. Doch, habe ich doch noch einen letzten. Okay, also so kann es funktionieren. Das war verdammt heikel. Das ist echt mega heikel. Wie will denn das? Räumen wir hier erstmal so ein bisschen Dreck weg. Und auch möglichst ohne mich mit wegzuräumen. Okay, Moment. Das können wir so als Falle aufbauen. Das war jetzt nicht unbedingt der Plan. Ja. Bisschen was hier. Das Problem ist natürlich auch noch der Faktor Zeit. Ah, hoffentlich blockiere ich mir da jetzt nicht den Durchgang. Ja, hier unten, das kannst du sowieso vergessen. Das wird echt eine mega heikle Geschichte. Vor allem, wenn die dann zu mir hochkommen. Oh Mann. Ach, jetzt ist dasselbe passiert wie vorhin. Scheiße. Nicht schon wieder. Das klappt doch nie. Ich kann nur hoffen, dass sie dann unten lang krauchen. Dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Glück. Oh, Scheiße. Die Idee war gut, aber die Umsetzung war schlecht. Ah, ich glaube, das war's, ne? Game over. Ja. Aber eben, ihr habt's gesehen. Man muss den Trick anwenden. Weil wenn man selber reinläuft, ist man sofort tot. Ihr habt sonst gar keine andere Chance. Ja? Gut, dass ich euch den Trick verraten habe hier, ne? Weiter geht's. Boulder Dash ist cool. Macht Spaß. Loadrunner lasse ich wie gesagt aus, weil das haben wir schon tausendmal irgendwo gehabt. Auch wenn es ein gutes Spiel ist. Und ich staune immer wieder über die gegnerische künstliche Intelligenz, wo das ist das, wo die Programmierer auch wirklich sehr stolz drauf sind. Da läuft ja wirklich alles aus allen Ecken auf dich zu. Die sind echt schlau. Laser Genius. Okay. Muss man noch irgendwas drücken? Space vielleicht? Im Zweifel? Return? Passiert noch was? Erstmal passiert hier nichts. Geht nicht weiter.
Keine Ahnung, warum nicht. Da kann ich machen, wo ich will, ne? Mehr geht nicht. Da geht doch was. Monopoly. Weddington's Monopoly registered trademark. Okay. Da baut sich das Spielfeld auf. Monopoly für den C64. Ripped off in style by the WizKid, Parker Brothers and Weddington's Games Limited. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Please select play piece. Ich nehme das Auto als Statussymbol. 1. Please enter name. Theomaniac. Tomania. Geht nicht. Tomania. Shall computer be this player? No. Peace Alex. Peace. Nummer 2 kriegt den Stiefel da. Doof, man. Ja, soll Computer sein. Yes. Would you like to play the short game? Ja, nur mal kurz. Yes. Please enter length of Stunden. 0 Stunden? Kann man das? Kann ich nicht 30 Minuten oder sowas eingeben? Null. Dann halt eine Stunde. Das spiele ich aber nicht. Roll dice to see who goes first. Spielt sich das komplett mit Tastatur? Wie roll ich denn das Dice? Nicht mit Joystick. Okay. Nein. Mit Return natürlich auch nicht. Wäre ja naheliegend. Mit Space wäre auch noch naheliegend. Geht aber nicht. F-Taste? Mit F1? Nö. Mit den F-Tasten rollt man den Dice auch nicht. Rollt man den Dice denn mit der 1, 2, 3, 4? Nein. Warum nicht? Ich habe das Gefühl, wir sind hier schneller durch, als man so gedacht hätte. Ja, dann drücken wir mal alle Tasten quer durch, ne? Querz? Nee. Nee. Ah, D. Doofman. Doofman plays first. Okay. Wo landet denn Doofman? Ah. Okay, bin ich jetzt dran? Press D to roll dice. Komisch, dass es vorhin nicht da stand, ne? So, Tomaniac. Roll the dice. Eine Würfelanimation, die zeigt eine 10. Wo landen wir denn mit unserem Auto? Just visiting jail. Na, da bin ich ja richtig toll weit gekommen auf eine Straße und irgendwas, was man auch kaufen kann. Nein, natürlich nicht. Gut, dafür musste das andere Vieh Steuern zahlen. Hehehe. Electric Company. Aber es ist nice, dass dann unten die Straßennamen groß einge. Do you wish to purchase? Aha, Deal settled. Der hat den Bahnhof gekauft. Zack. Press D to roll dice. Okay. Da rollen sie die Würfel. Klunk 11. Landen wir jetzt mal auf einem vernünftigen Feld? Strand. Do you wish to purchase? Und da sieht man auch, was passiert an Miete in britischen Pfund. Rent. Also muss ich dann R drücken für Rent. Owners, Houses, Trade, Rent. Rent. Kann ich das nicht auswählen? Oder muss ich da auf Trade gehen? Achso, do you wish to purchase? Na, ich muss einfach nur Yes drücken.
So. Jawohl. Du, das gehört jetzt mir. Jetzt darf der Computer gerne auf meine Straße kommen und blechen. Sind zwar nur 18 Pfund, Miete, aber egal. Komm einfach. Oh, 10. Pasch. Beim Pasch darf man danach nochmal würfeln. Der hat aber auch ein Glück. Jetzt kann er natürlich alle Bahnhöfe wegkaufen. Jetzt hat er schon zwei Bahnhöfe, der Sack. Mäh. Sale Value. Warte mal eben. Der will das gar nicht kaufen. Warum nicht? Oder doch? Ganto Player 3. Ja, also der Computer. Ah. Da hat er jetzt zwei Bahnhöfe, weil ich nicht zugeschlagen habe. Wusste gar nicht, dass das öffentlich zum Verkauf steht und dass man darauf bieten kann. Okay. Aha. Also es ist keine so schlecht gemachte Version. Für eine C64 Monopoly-Variante. Komm, Einzug machen wir noch. Da rollen die Würfel. Mit einer 8 lande ich auf Piccadilly. Und kann ich mir das eigentlich leisten? Wo steht denn, wie viel Kohle ich noch habe? Ja, also steht da gar nicht, ne? Steht da nicht, wie viel Knete ich noch habe? Gut, also ja, ich möchte das kaufen. So. Gut. Das heißt, in der Reihe gehört mir jeweils die Endstraße. Merkwürdig, dass ich keine Übersicht habe über die Kohle, die ich habe. Der ist schon wieder auf dem Bahnhof gelandet, das gibt's doch gar nicht. Bit, ach, da kann ich was bieten. Ich biete 17 Pfund. Boah, der bietet 30 Pfund. Will ich denn überhaupt einen Bahnhof kaufen? Ich biete 40 Pfund. Ich will den Bahnhof. Der bietet 49 Pfund. Mann, no. Ich biete 50 Pfund für diesen Bahnhof. Ach, dann behalt den doch, Mann. Ich biete jetzt nicht mehr. Gib einfach für. Boah, dann hat er drei Bahnhöfe. Scheiße, wenn ich da drauf komme, dann wird es aber langsam teuer, ne? Fuck. Press D to roll the dice. Ja, ich möchte einmal bis über Go kommen und dann ist gut. 8. Hey, Parkstraße. Die Parkstraße ist teuer. Kann ich mir die überhaupt leisten? Ich kann mal Yes drücken. Account has been debited. Deal has been settled. Ich habe leider keine Übersicht über meine Kohle. Credit Assets. Kann man da irgendwo was gucken? Weil da steht oben Mortgage Owners Houses Trade Rent Dice. Keine Ahnung. Press D to roll the dice. Der 2 wäre jetzt geil. Schade. Jawohl, da gab's wieder Geld. Toll, jetzt bin ich auf seinem Bahnhof gelandet, oder? Tja, da durfte ich jetzt Kohle abdrücken. Fuck. 100 Stutz durfte ich abdrücken. Der kauft das, oder? Northumberland Avenue. Press D to roll the dice. Was ist denn, wenn ich jeweils die Anführungs da, wenn ich jetzt M drücke? Da passiert nichts. Ah, please select property to be net mortgaged. Ach so. Ich will aber eigentlich gar nichts verkaufen. Kann ich mit Enter hier alles rückgängig machen?
Are you finished? Yes. Trade, rent, owners, Haus. Ach, kann ich unter Credit Assets, unter C gucken, was ich habe? Oder nicht? Da, 509 habe ich noch. Was ist denn A wie Assets? Nix. Also ich habe noch 509 Geld. Da kann man also klarkommen, ne? Bei Owners kann man wahrscheinlich sehen, wem was gehört und wer wo Häuser hat und hasse nicht gesehen, ne? Und so weiter. Ja, soll mal reichen für einen Einblick. So seht ihr, wie das Monopoly hier aussieht. Das ist gar nicht so schlecht. Es ist auf jeden Fall spielbar. Wenn man jetzt das Originalbrettspiel nicht zur Hand haben sollte, dann kann man sich das durchaus mal geben. Resetten wir mal. Gucken wir uns mal Billard an. Das vorletzte Game hier. Halt, stopp. So, du sollst das laden. Das kenne ich, glaube ich, sogar. Ah, und das habe ich, glaube ich, sogar auch damals echt gesuchtet. Weil die Ballphysik für dieses ja doch relativ kleine Spielchen, was die Blockzahl angeht, erstaunlich gut ist und das erstaunlich angenehm zu spielen war. So, mal gucken, wie man das startet. Aha. Mit Joystick in Port 1 spielt man das Ganze. Und da guck mal, was man da alles machen kann. Straight Pool, Rotation, One Pocket, Player. Ich nehme mal Straight Pool. Trickshot. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Ja, mit rauf und runter platziert man den Ball. Jetzt muss ich mal eben gucken, in welche, wenn ich den Knopf drücke. So, dann habe ich hier mein Kreuz, genau. Je weiter das vom Ball weg ist, desto stärker ist der Schuss. Drück mal ab. Ah, nee, ist nicht. Schuss Strength. Hier kann man nach rechts und links, unten sieht man das unterhalb des Tisches, die Stärke anwählen. Ich kannte das aber auch mal mit so einer Art Verbindungslinie zwischen Ball und Kreuz. Okay, volle Kanne und abdrücken. Das habe ich damals echt noch gerne gespielt. Pink Object Ball. Also, welchen Ball will ich denn spielen? Den lilanen vielleicht. So. Select Pocket. Na, ich glaube, da hinten ist es wahrscheinlich einfacher. Set your aim. Wie setzen wir den an? So. Ungefähr. Set your strength. Volle Power. Das geht bestimmt daneben. Ah, völlig. Ja. Okay, jetzt ist der Weiße da. Ja, ich habe nichts, was ich so gut platziert hätte, dass es irgendwie reinfitscht. Wobei, komm, das probieren wir jetzt. Das ist mal echt gewagt. Wir möchten den... Das ist der Blaue, ne? Ja. So. Und ich möchte die Tasche und ich möchte das Aim aber hier hinsetzen. In der Hoffnung, dass der Rote den Blauen erwischt und dass der Blaue dann reingeht. Oh, das ist eine gewagte Geschichte. Mal gucken, ob das klappt. Achtung, Daumen drücken. Ah, nein, leider ging die Rechnung nicht auf. Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel, aber das ist leider, das war ein Totalausfallwinkel.
Und so weiter und so fort. Also das habe ich auch damals echt gesuchtet, tatsächlich, soll man nicht meinen. Das habe ich gerne gespielt. Aber nicht nur hier auf dem C64, sondern auch in real life. Wir hatten mal so ein Jugendhaus, wo ein Billardtisch stand und da haben wir uns oft getroffen früher und haben echt viel Billard gespielt. Und das hat echt Spaß gemacht. Und dieses Game hier ist auch eine sehr schöne Umsetzung, auch weil die Ballphysik noch relativ nachvollziehbar ist. Bleibt noch eins in der Liste. Dann sind wir durch. Schön ist, dass alle Games laufen auf dieser Disk. Wimbledon. Stinkt nach Tennis. Wollen wir mal gucken, wie diese Version hier ist von Wimbledon. Wimbledon 64? Oder was soll das heißen? Ja, weil C64, ne? Press Fire Button to start. Wahnsinnstune. Game Difficulty Level 0. Number of Sets per Match 1. Speed of Tennisball fast. F7. Slow. Slow oder fast. Return to Finish. Joystick in Port 2 scheint hier das Mittel der Wahl zu sein. Oh, es kann sogar sein, dass ich das kenne. Ich bin unten. Sag bloß, da spielt man nur zu zweit. Hä? Da spielt man zu zweit. Wer hat den Aufschlag? Das ist ein reines Zweispieler-Game. Na toll. Hau mal. Wie haut man denn den Ball ins Fe. Und jetzt. Was? Muss den Knopf gedrückt halten und dann den. Muss aber auch rechtzeitig loslassen. Nein, hin und her. Ja, so, ich kann da jetzt gar nicht hier mit mir selbst spielen. Wie soll denn das gehen? Da kommt der Ball. Aber er kommt nicht übers Netz. Beim Spiel gegen mich selbst gewinne ich. Super, ne? Kriegst den Ball überhaupt nicht ins. Jetzt ist Seitenwechsel. Okay. Warum muss man denn ausgerechnet von da oben aufschlagen? Tu das Not? Das war ja auch mal gar nichts, ne? Jetzt komm, geh rüber! Die kriegt den ja nicht mal übers Netz. Hä? 15 Punkte für wen? Jetzt bam! Ich kann so schnell nicht zwischen beiden Joysticks hin und her wechseln. Also, ein Zweispieler-Tennismatch in Pseudo-3D-Umgebung. Ja, da kann ich jetzt leider nicht allzu viel zu sagen. Okay, je länger man den Knopf gedrückt hat, desto besser. Dachte ich jetzt, fester würde man schlagen. Falsch gedacht. Pau. Doch, da geht drüber. Na. Nee, das kriege ich nicht zu zweit, so mit zwei Joysticks kriege ich nicht hin. Bäm. Aber ich schaffe es jetzt wenigstens schon mal, den Ball übers Netz zu schlagen. Je länger man den Knopf gedrückt hält, dann, desto fester schlägt man den Ball. Alles klar. Ach, jetzt hat der unten Aufschlag. Wie geht das von unten? Peng. Zu blöd, den übers Netz zu kriegen. Geht trotzdem nicht, ne? Schaffst es trotzdem nicht. Bäm. Das ist eine Timing-Frage dann auch. Also Aufschlag? Nö. Ich bin kein Bäcker. Out. Der war draußen. Okay. Nö, blöd, Mann. Nochmal. Ja, guter Aufschlag. Ja. Also das erfordert ein bisschen Übung. So kann man nichts treffen. Wenn man mit dem Rücken zum Ball. Hallo, was? Wie? Moment. Ja, ich würde sagen, das reicht ja als Einblick, ne? Gut. Und das war, glaube ich, auf der Disk ja auch alles, weil die keine zweite Seite hatte. Na, wenn ich das richtig sehe hier. Nee, ist Schicht, ist nur einseitig. Gut. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Ausgabe von Floppy Discovery und sehen uns draußen auf dem Balkon wieder. So, Switch rüber, bis gleich.
Ja, und da sind die Games auch schon wieder durch. Leaderboard Golf, da gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Eins der besten, wenn nicht sogar das beste Golfspiel auf dem C64. Mann, habe ich das gesuchtet früher. Ich weiß gar nicht mal, ob ich das sogar auch mit meinem Vater früher mal gespielt habe. Ich fand es immer ganz interessant zu sehen, wie sich das Spielfeld aufbaut und man das dann spielt und schlägt. Man muss den Dreh natürlich schon so ein bisschen raus haben. Das ist natürlich alles wieder eine Geschicklichkeits- und Timing-Frage. Aber es bietet wirklich 4 Kurse, verschiedene. Man kann bis zu 72 Löcher dann spielen, wenn man das denn will. Also da kann man ewig mit beschäftigt sein. Also das ist ein Game, das immer wieder mal es wert ist, dass man es rauskam und mal eine Runde zockt. Denn keine Runde geht ja gleich aus. Ne? Denn die Geschicklichkeitsform ist nicht jedes Mal genau die gleiche. Und dann auch muss man den Wind beachten und so weiter. Also einfach geniales Game. Boulder Dash Professional, ja, andere Levels als die, die man vom Original Boulder Dash kennt. Und man muss hier tatsächlich den Trick anwenden, den ich im Game gezeigt habe. Sonst haben dich die Gegner sofort und man ist platt. Leider bin ich nicht schnell genug weggekommen, weil ich habe mich dann doch immer wieder irgendwo verhakt und dann hatten sie mich. Aber es ist nach wie vor ein absolut geiles Game. Boulder Dash mag ich einfach, auch wenn ich es nicht besonders gut mehr kann. Ich habe es früher besser gekonnt. Früher ging manches besser. Monopoly, ja, eine sehr schöne Umsetzung des Brettspiels, muss ich sagen. Es kommt ja auf dem C64 gut rüber, es ist gut spielbar. Man kann wunderbar klarkommen, man macht überhaupt nichts falsch damit, sich das mal genauer anzuschauen. Das Billardspiel, ich habe das damals auch gehabt, das weiß ich noch, und ich habe das damals auch echt gerne gespielt, weil ich war erstaunt darüber, wie gut die Ballphysik eigentlich funktioniert, obwohl es ja nur ein zweidimensionales Game ist, mal auf der Draufsicht, aber das Verhalten der Bälle und so weiter ist für mich immer nachvollziehbar gewesen. Da war jetzt nichts Unrealistisches. Das einzig Unrealistische ist, wie ich mich dann manchmal anstelle. von wegen Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel. Dabei habe ich Billard früher gerne gespielt im Jugendzentrum. Weil da gab es zum Beispiel Kickertische, Billardtische und so weiter. Und das war richtig spaßig. Da haben wir viel Zeit verbracht. Ja, und das Wimbledon-Tennis ist ein reines Zweispieler-Game. Wenn man da, glaube ich, einmal den Bogen raus hat, dann könnte das sogar Spaß machen. Könnte ich mir vorstellen. Denn es ist grafisch, es ist jetzt nicht schlecht gemacht. So von der Umsetzung, auch die Animation beim Aufschlag und so weiter, wissen einigermaßen zu gefallen. Gefallen ist das Stichwort. Welches Game hat hier euch am besten gefallen? Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Welches Game habt ihr vielleicht gesuchtet von denen? Alle, gar keins, nur eins davon. Schreibt mir mal eure Erfahrungen, die ihr mit den Games gemacht habt oder auch noch nicht. Gerne mal unten drunter in die Kommentare. Ich lese die wahnsinnig gerne. Ich interagiere total gerne mit euch. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich natürlich wie immer freuen über ein Honorar in Form eines Daumens nach oben oder vielleicht sogar eines Abos meines Kanals, wenn ihr hier mal so durchguckt. Schaut aber euch wirklich bitte erstmal ein paar Videos an und entscheidet dann, wollt ihr hier bleiben? Wollt ihr mich unterstützen auf dem Weg zu 1000 oder nicht? Dann geht halt weiter. Also, ciao bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.